ich weiß, Männer reden da nicht gerne drüber, aber ich stehe dazu. Ich habe hier unten was ganz kleines. Ich würde fast sagen, ein Stummelchen. <laughs> Willkommen in der Noppenplötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, heute zeige ich euch meinen kleinen Stummel, ein Set, das ich gebraucht bekommen habe. So würde der Karton ausschauen des scooby Sets 2472 Anton. Und so schaut der Karton aus digital, aber hier in echt das Set gebraucht. Schön nach Farben sortiert, wie gesagt, aus 2020. Was dieses Set kann, welchen Maßstab es hat und alle historischen Fakten natürlich gleich hier folgend auf meinen Bautisch. Ja Freunde, ich liebe es euch ja Kobi-Sets aus vergangenen Tagen vorzustellen, auch wenn diese hier noch nicht so lange her sind. Das Sonderkaf Set. 251 minus 9 in der Ausführung C, der sogenannte Stummel. Da sehen wir ihn, liegt hier auf dem Bautisch das Set 2472 Anton aus der Historical Collection World War II. Ich habe es gebraucht, gekauft und kleiner Nachtrag: normalerweise müsste es eigentlich 251 schräger 9 heißen. Ja, ich habe es gebraucht gekauft, ich habe es euch gesagt, ich blende euch jetzt einmal digital trotzdem hier den Karton ein. Einmal die Vorderseite im typischen Kobi-Design der Zeit damals, wie gesagt damals in Anführungszeichen und natürlich auch hier die Rückseite. Alle Fakten zum Set bekommt ihr ja eh gleich auf meinen Infokarten, beziehungsweise findet ihr auch unten in der Videobeschreibung auch Quellen, wo ihr gebrauchte Sets findet. Mit der Garantie, dass diese vollständig sind. Ja, gucken wir uns trotzdem einmal die Anleitung an. Die ist nämlich logischerweise wichtig, denn wir sehen hier, dass dieses Set schon mal einmal in Bauabschnittstüten unterteilt war. Und es waren zwei, das kann ich euch gleich zeigen, da zwei Tüten. Ich habe bei mir hier die Steine nach Farben sortiert. Ich habe das Set in einer WhatsApp-Gruppe. Erworben. Wie gesagt, Quellen, wo ihr auch gebrauchte kubi findet, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, wie baut man mit Kubi-Anleitungen? Genau wie damals auch schon. Der aktuelle Bauschritt ist immer farblich. Sehen wir auch hier, während mich dann der erste da schon wieder ausgegraut ist. Und so zieht es sich durch. Pfeile weisen uns den Weg und es gibt keine Seitenzahlen, sondern nur so Bauschritt-Nominierungen. Also hier 1, 2, 3 und so weiter. Und es gibt Anlegehilfen, das mag ich bei Kobi-Anleitung am meisten, denn Kobi hat ja viele auch ungerade Bausteine. Und hier sehen wir, dass wir eine sehr lange Fliese, einen flat hier anlegen und zu verbauen haben. Es müsste eine Zehner sein. Das finde ich immer ganz cool. Fertig sind wir dann, wenn wir alle Steine verbaut haben und theoretisch halt die zweite Tüte aufgerissen mit den Baustep 53, wenn wir das Maschinengewehr und hier die Spitzhacke anbringen und auf der Rückseite gerade bei so älteren Sets gab es immer und gibt es immer einen Blick in die Vergangenheit und auf tolle Sets. Einige davon habe ich euch schon vorgestellt, findet ihr alle hier oben auf dem i bei meiner Kubi Playlist könnt ihr ja mal nachschauen. Ja Freunde das war es bis jetzt hier zum nicht vorhandenen Karton und zu den gebrauchten Steinen. Ob das Set gebraucht auch noch gut ist, wie es generell ist und damals war, besprechen wir gleich. Aber erst bekommt ihr natürlich Fakten. Viel Spaß beim Hören und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbill-Zeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über Sonderkfz 251, wobei wir uns heute ein bisschen allgemein auch um die Schützenpanzer uns drehen werden. Der Schützenpanzer bei der Wehrmacht erhielt die Bezeichnung Sonderkfz 250. Es gab ihn in unterschiedlichsten Unterausführungen, je nachdem für welchen besonderen Zweck er gedacht war. Als Grundversion galt hier das Sonderkfz 250 als leichter Schützenpanzer. Der mittlere Schützenpanzerwagen erhielt die Bezeichnung Sonderkfz 251. Er basierte auf dem Fahrgestell des leichten Zugkraftwagens 3 Tonnen das Sonderkfz 11. Die Entwicklung begann 1937 und mündete 1938 in die Serienproduktion. Von ihnen gab es gleich vier Grundausführungen. Die Ausführung A wog 7 Tonnen, war 5,8 Meter lang, 2,1 Meter breit und 1,75 Meter hoch. Mit dem zylinder maybach motor wurde eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht. Der Fahrbereich mit den 160 Litern lag bei 150 Kilometern. Das Fahrzeug besaß zudem seitliche Sehschlitze am hinteren Aufbau. Die Ausführung B verzichtete man hier aus Vereinfachungsgründen auf die seitlichen Sehschlitze. Lediglich der Fahrer hatte noch einen seitlichen Sehschlitz. Bei der Ausführung C entfiel die vordere Stoßstange und das Bugblech wurde neu gestaltet. Die seitliche Öffnung zum Motor wurde ebenfalls neu gestaltet. Bei der Ausführung D schließlich wurden nur noch gerade Bleche verwendet. Das Heck wurde ausladend gestaltet. Darüber hinaus wurden auf der Basis des sonderkfz 52 Schräger 1 verschiedene Spezialfahrzeuge gefertigt, die Ausrüstung für bestimmte Sonderaufgaben in die Konstruktion integrierte. Insbesondere gab es verschiedene Varianten mit umfangreicher Funkausrüstung zur Koordination mit der Luftwaffe oder anderen Panzerverbänden. Weiterhin wurden die Fahrzeuge als Träger für Panzerabwehrkanonen und für Wurfrahmen für zum Beispiel den Nebelwerfer verwendet. Bis 1945 wurden vier verschiedene Ausführungen A bis D in den folgenden Werken produziert. Bei Hanomag in Hannover, hier das Fahrgestell, bei der Auto-Union im Werkhorch in Zwickau das Fahrgestell, in Weserhütte Bad Oeynhausen das Fahrgestell, bei Büssing NRG in Berlin Oberschönweide die Aufbauten und bei den deutschen Werken in Kiel auch Aufbauten. Insgesamt wurden von allen Ausführungen und Varianten 15.252 Fahrzeuge gebaut. Die Baureihe des SonderkfZ51 Schräger 1 wurde eingesetzt als Schräger-2-Version mit einem 8 cm Granatwerfer, Schräger 3 als Funkwagen, Schräger 4 als Zugwagen, Schräger 5 als Pionierspähwagen, Schräger 6 als Kommandowagen, Schräger 7 als Pioniergerätewagen, Schräger 8 als Krankenwagen, Schräger 9 mit einer 7,5 Stummelkanone 37 l 24 Schräger 10 mit einer 3,7 cm Pack, also Panzerabwehrkanone. Schräger 11 als Fernsprechwagen. Schräger 12 als Messtruppgerätewagen. Schräger 13 als Schallaufnahmewagen. Schräger 14 auch als Schallauswertungswagen. Schräger 15 Lichtauswertungswagen. Schräger 16 als Flammenwagen, also mit einem Flammenwerfer versehen. Schräger 17 mit einer 2 cm Flak. Schräger 18 als Beobachtungswagen, Schräger 19 als Fernsprechbetriebswagen, Schräger 20 ganz interessant als Infrarotscheinwerferwagen, der für den Panther das Gefechtsfeld ausleuchten sollte mit Infrarot, Schräger 21 mit einer 1,5 oder 2 cm Drillingsflak 1,51 und Schräger 22 mit einer 7,5 cm Pack 40 Aufhalt diesen Spielwagen. Ja, Freunde, ihr habt gesehen, dieses Fahrzeug gab es in allen Variationen. Aber mich gibt es nur einmal. Jetzt gibt es das Review. Viel Spaß. Eine Stunde und 30 Minuten später steht es da, unser Sonderkfz 251 Schräger 9 mit der Stummelkanone, das Kobiset 2472 Anton, auf meinen Bautisch. Ja, es hat anderthalb Stunden gedauert. Ich glaube, 460 Steinchen könnte ich auch schneller wegklemmen. Ich habe es ja. Gebraucht erworben, dementsprechend auch leider habe ich keine Spielkarte, habt ihr vielleicht vorhin gesehen beim Präsentieren und ich habe es ja nach Farben sortiert, also heißt hellgrau, dunkelgrau, braun und schwarz und das sind halt alles so lebensbejahende Farben, ihr habt es bestimmt gesehen, dass ich ganz oft das Adler-Suchsystem bei den Steinen hatte, daher hat sich der Bau hier etwas sehr verzögert. Und ihr wundert euch vielleicht, ja, was steht denn da? Ja, da steht die aktuelle Version eines Sonderkaufsets 251 Schräger 9 Stumme, nämlich das Kobi Set 2283. Habe ich euch schon mal vorgestellt. Hier oben auf dem i auf der Kobi Playlist findet ihr das. Dieses Set ist ja im Maßstab 1 zu 35, während dieses hier schon Richtung 1 zu 28 geht. Ich habe auch gesehen, dass es Quellen gibt, dass dieses Set aus 2019 stammt. Und auch 2020. Ich habe jetzt mal beides auf die Infokarten geschrieben, habt ihr bestimmt gesehen. Aber es gab von der 2472 auch noch zwei Versionen, die ähnlich aussahen wie dieses Fahrzeug. Deswegen ist die A die letzte Evolutionsstufe gewesen. Halt des Sets 2472. Das haben wir bei Kobi ja ganz oft. Die Versionen 2472 waren aus 2016 bzw. 2018. Und hatten noch andere Felgen zum Beispiel und auch andere Minifiguren. Und die Minifiguren zeige ich euch mal, denn bei der Anleitung hier habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Da kann man nicht wirklich drüber meckern. Und die Minifiguren finde ich eigentlich ziemlich cool. Deswegen zeige ich sie euch. Hier einmal diesen coolen Tarndruck. Rechts seht ihr die Minifigur noch einmal groß. Wir haben hier dieses Fleckentarn. Der Herr hat einen Riemen für seinen Stahlhelm und einen K98 Karabiner. Sowie hier so einen ja, fast Y-Riemen, möchte ich sagen, auf der Brust und graue Hose, schwarze Schuhe. Dann haben wir hier einen Offizier. Der Herr guckt natürlich wieder mit diesem typischen Kobi-Gesicht, das so aussieht, als wenn jemand die Figur ins Gesicht geboxt hätte. Ich versuche es mal scharf zu machen da. Ne? Also, ja, komische Figur. Aber auch hier ausgezeichnet mit Spange über der Brusttasche. Wir haben hier eine. Coole Pistole sowie das Dienstglas und auch den Schirm hier vorne auf der Mütze ist bedruckt. Die Rückseite nicht, aber auch diese typischen schwarzen angedruckten Schuhe hier bei Kobi. Ja, Figuren gehen an die Seite und wir stellen die Kamera scharf, weil wir wollen uns natürlich unser Sonder-KFZ hier anschauen. Ich muss eins sagen, dafür, dass dieses Set jetzt fünf bzw. vier Jahre alt ist, habe ich hier Steine, die sich wirklich nicht so ganz so gut haben klemmen lassen. Ich habe schon ältere Kubi Sets geklemmt, auch gebraucht, die sich wesentlich besser haben klemmen lassen und auch logischerweise die aktuellen Steine bei Kubi sind relativ gut. Hier habe ich wirklich das Gefühl gehabt, manchmal dass die Steine schon ein bisschen wachsiger waren. Es war halt nicht so hart, es war es ging mir einfach zu weich, da bin ich von Kubi Steinen anderes gewöhnt. Trotzdem hält es ich glaube, wir können wirklich sagen, dass man nicht generell sagen kann, dass Kobi Steine immer gleichbleibend in der Qualität waren, dass sie immer diese super gute Klemmkraft haben, sondern dass es immer mal wieder Ausreißer gibt nach oben nach unten. Ich weiß nicht, ob das Chargenbedingt ist. Falls ihr auch dieses Set habt oder ältere Sets, schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu mal gerne unten in die Kommentare. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ich möchte nicht pauschalisieren, weil ich habe schon wirklich auch ältere Sets gehabt. Die haben super geklemmt und auch neuere. Da war es nicht ganz so gut. Also ist vielleicht wirklich Chargen- oder vielleicht auch lagerungsabhängig. Das weiß ich nicht. Ich zeige euch das Set jetzt einmal. Es hat ein paar Drucke. Das finde ich ganz cool. Wir haben hier das Balkenkreuz. Ich mache es euch scharf. Natürlich hier über einen Slope gedruckt. Das macht ja kaum einer so gut wie Kobi. Wir haben hier die Seeschlitze, die ich ja auch bei den Fakten erwähnt habe. Wir haben hier vorne das Nummernschild WH für Wehrmacht und wir sehen schon bei der Version hier, dass wir halt hier nicht den Stoßdämpfer haben, den Stoßfänger, den Bumper meine ich und auch weniger hier Kästen angedruckt, auch das habe ich erwähnt. Wir haben hier Zylinder, wir haben hier Werkzeug mit einer Spitzhacke, wir haben hier schon die coolen Räder mit den Löchern. Die wir in klein dann auch hier rechts unten bei unserer Kobi-Version der aktuellen haben, bei der 2283. Dann zurück einmal hier in den Innenraum, nämlich ganz cool. Wir haben hier eine 1 x 4 fliese unten mit Holzmaserung, auch sehr cool. Leider eine Schwäche bei Kobi, dass diese Maschinengewehrgurte nach der Zeit immer porös werden. Und ihr seht schon, es hängt nur noch an einem seidenen Patrönchen für unser MG. Das geht immer leicht ab, ist leider so weichgummi. Die Türen sind ganz cool gelöst hier mit Hinges. Und wir haben eine Annäherkupplung. Da komme ich gleich nochmal zu. Und auch hier haben wir halt so einen Druck auf einen Slop. Und dann hier auch wieder die gleichen Drucke, wie von mir eben gerade schon erwähnt. Und hierfür dann einen Spaten. Und dann hier unsere Stummelkanone, die wir ein bisschen bewegen können. Der Fahrerraum ist ein bisschen angedeutet. Wir haben hier ein Lenkrad. Eine Figur richtig reinklemmen, glaube ich, kann man nicht. Und auch die Bänke sind mehr rudimentär angedeutet. Cool finde ich aber hier diese Form vorne von unserem Sonder -Kfz. das ist cool gelöst. Haben wir ja bei anderen Versionen von Kobi auch die 2.2, nein, die 2.552 bzw. 2.551 bei der Limited Edition zum Beispiel, da haben wir das ja auch im Dunkelgrau. Die Räder hier vorne laufen ganz cool, mir gefallen auch hier die Felgen richtig gut. Auch die Ketten laufen hier super. Kann ich euch jetzt bloß leider hier nicht zeigen, denn mein glatter Untergrund hier, der ist für Ketten nicht ganz so gut geeignet. So, einmal Scharfstellen noch da. Da seht ihr, das schneidet das mir so ein bisschen. Man kann die Figuren aber auch cool hier reinstellen, das ist das Gute. Man hat hier Noppen, wobei in real ich meine, dass die Menschen in echt eher rausgeguckt haben. Ich habe noch eine kleine Empfehlung für euch, nämlich, denn wir haben ja hier hinten die von mir erwähnte Anhängerkupplung. Und was schreit danach? Ein anderes KUBI-Set, nämlich zum Beispiel hier die 2338, die 8,8 cm Flak. Die hat nämlich eine Anhängevorrichtung bzw. eine Lafette, und die müsste eigentlich fast den gleichen Maßstab haben. Und so können wir die hier anklemmen. Ich glaube nicht, dass das historisch so ganz korrekt war, dass so ein Stummel so eine 88 der Luftwaffe, weil danach sieht das hier aus. Wir haben nämlich hier bei diesem Set, ja, wobei es ist ja beides bedruckt. Wir haben hier Panzer und Flieger. So, ich muss mal kurz machen. So, zack, da ist mir nämlich hier was abgegangen. Oh, jetzt geht mir hier alles auseinander. Bei diesem Set ist es so, dass es auch von der Qualität her nicht ganz so gut ist. Also. Sprich, auch hier habe ich etwas weichere Klemmkraft. Aber so, jetzt haben wir es wieder angeklemmt. So, zack. Und jetzt hängen wir einmal unsere 8,8 hier an unser Sonderkapsel dran. Das ist so zweihändig immer so ein bisschen schwierig. Beziehungsweise, ja, wir haben ja eh nur zwei Hände. Aber hier das drauf zu machen, das sind so leichte. Na, ihr kennt das, es muss hier rein, es muss hier rein, es muss hier rein. Jetzt ist es drin, haha. <laughs> so, ah, und da geht's ab. Also, ich sag's euch: Die Sets hier irgendwie aus diesem Jahrgang, die sind irgendwie zu weich. Da merkt man das Alter dann schon. Trotzdem wollte ich es euch unbedingt zeigen, dass das ganz gut zusammenpasst irgendwie. Das macht doch was her. Wie gesagt, ob es historisch akkurat ist, kann ich so gar nicht sagen. Das Set ist cool. Ich freue mich, ich habe es in der Sammlung. Wer Stummelchen mag, der braucht es auf jeden Fall. Wer Sonderkauf wurde 251 er bzw. generell die Panzerspähwaren von Kubi mag, für den ist es auf jeden Fall auch was. Ich glaube, man kriegt es auch relativ günstig gebraucht noch. Es ist ja erst vier, fünf Jahre alt und ich kann ein weiteres Set in meine Sammlung packen. Daher ist es für mich sowieso ein Pflichtkauf gewesen, als ich das in dieser WhatsApp-Gruppe habe gesehen. Und wie ihr mich kennt, ich habe noch ein, zwei, drei andere Sets mit drumherum gekauft. Ja, Lirum, Larum, Löffelstil. Qualität der Steine ist mittlerweile nicht so gut. Ich hätte es euch gerne neu gezeigt. Wenn ihr neuere, alte Sets habt, schreibt mich gerne an. Ich stelle die gerne für euch vor. Beziehungsweise vielleicht können wir uns auch da preislich irgendwie einig werden. Ihr wisst, ich möchte alle Sets von Kobi einmal vorstellen. Ich weiß, es ist ein Wunsch, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Freunde, und ich entlasse euch jetzt mit Träumen über Kobi's Sets in die Bewegbilder, in die Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja Freunde, wie versprochen und immer an dieser Stelle ein Part, der mir immer ganz wichtig ist, nämlich indem ich euch das Set zeige in Details hier in 360 Grad Bewegtform, einfach damit ihr euch selber einen Eindruck verschaffen könnt, unabhängig von dem Eindruck, den ich euch eben gerade beim Review geschildert habe. Und ich nutze immer ganz gerne die Zeit, während ihr hier das Fahrzeug rotieren seht, um auf ein paar Sachen hinzuweisen. Nämlich, wie immer möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr ja Kanalmitglied werden könnt. Das Coole ist, dass ihr Videos schon vorab sehen könnt, bevor ich sie für die Allgemeinheit veröffentliche. Und ihr unterstützt dabei meinen Kanal und meine Möglichkeiten, euch solche Gebrauchten-Sets zu zeigen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, an das ein oder andere gebrauchte Set oder auch neue Set aus vergangenen Zeiten von Kobi zu kommen. Und ich nehme da immer gerne eure Unterstützung mit. Aber die muss ja nicht finanziell sein, sondern ich würde mich am meisten freuen, wenn ihr meinem Kanal anderen Leuten empfehlt, wenn ihr die Videos teilt, wenn ihr sie zusammenschaut, wenn ihr euch ein bisschen, genau wie ich, dafür einsetzt, ein bisschen mehr die alternativen Klemmbausteine bzw. Kobi den Menschen Näher zu bringen. So, Freunde, das waren meine 50 Cent hier, während sich das Set hier dreht. Jetzt schauen wir uns zum Abschluss aber wirklich noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, auf jeden Fall schneller zu Ende, als ich es gebaut habe, denn ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Stunde und 30 Minuten an so einem gebrauchten Set hängen würde. Spricht nicht unbedingt für mich, aber auch nicht für die Steine. Ich habe es euch gerade gesagt. Ein Set, das noch nicht so alt ist, vier, fünf Jahre. Sollte eigentlich nicht solche Leistungsabfälle haben. Aber ich habe es ja gesagt, vielleicht liegt es auch an der Lagerung. Ich weiß es nicht. Da bitte ich euch nochmal, schreibt mir eure Erfahrung unten in die Kommentare. Gerne dürft ihr auch sagen, das und das Set habe ich bei mir, das fällt schon auseinander oder das klemmt immer noch wie 1A. Denn ich möchte nochmal betonen, auch wenn ich jetzt hier schimpfe, sind wir hier noch lange nicht bei schlechten China-Sets oder bei schlechten Sets von deutschen Herstellern angelangt. Das ist hier alles was, was man nicht kleben muss. Aber. Man ist von Kobi da halt anderes gewöhnt. Ich bin trotzdem froh, dass ich es sehr günstig erworben habe. Mir fehlt natürlich diese Spielkarte. Wenn einer von euch die hat, schreibt mich gerne bitte an. Denn ich bin ja nun mal Sammler und da möchte man natürlich ganz gerne alles dazu haben. Wenn ihr einen Karton übrig habt, auch mich gerne anschreiben. So wie ihr mich generell anschreiben dürft, wenn ihr vielleicht das ein oder andere alte Kobi-Schätzchen habt. Die ganzen Kontaktdaten findet ihr ja auch alles unten in der Videobeschreibung, sowie natürlich, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Links zu meinem Lieblingsshop, wo es ja auch Rabattaktionen gibt, wo man auch gebrauchte Sets kaufen kann. Da muss man nicht die Community fragen, ob sie noch Karton oder Karte hat, denn das gibt es dort alles zusammen. Ich bin richtig froh, dass ich dieses herausgefunden habe, dass ich hier die 88 -8 noch mit dem Stummchen hier kombinieren kann, passt ja auch farblich ganz gut. Und wenn ihr wollt, dass ich euch dieses Set einmal vorstelle, wenn, dass ich den Karton aufreiße, ich habe es ja nochmal, schreibt es mir bitte auch unten in die Kommentare. Gerade wenn ihr sagt so, hey, dieses alte Schätzchen Bloxi, stell das bitte vor. Und wenn es bei euch im Regal steht und ihr es loswerden wollt, schreibt mich auch bitte an. Ja, das waren viele Bitten, Bitten, Bitten. Jetzt habe ich nur noch eine Bitte. Lasst es euch gut gehen, wie immer bei Fahrzeugen. Eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen hier auf meinem Kanal, euer Freund der Blogster.